Ja, ich freue mich auch. Ich habe ja gestern gehört, ich soll mir alle nackt vorstellen, um nicht so nervös zu sein, aber das wäre noch aufregender. Vor 60 Jahren schrieb George Orwell, diesmal habe ich wirklich richtig nachgerechnet, seinen Roman 1984, also 1948, 1984. Und in diesem Roman stellt er eine neue Sprache vor, die er Newspeak oder Neusprech in der deutschen Übersetzung nennt. Und diese Sprache möchte ich hier zum Ausgangspunkt nehmen, ich werde ein bisschen was darüber sagen und dann darauf eingehen, wie man heute in der heutigen Politikersprache auch Züge von Neusprech erkennen kann, die einmal den Wortschatz betreffen, wo also neue Wörter verwendet werden für alte Dinge, die aber auch die Grammatik betrifft und den Sprachgebrauch, Rhetorik und was sonst alles noch dazu kommt. Wir beginnen also mit Neusprech von George Orwell, 1948 eben verfasst, 1949 erschienen. Und in dem Roman, wer es jetzt nicht mehr so ganz in Erinnerung hat, gibt es hinten einen Anhang. Und diesem Anhang erklärt Orwell genauer, was es mit Neusprech auf sich hat. Und hier gleich mal ein paar Beispiele. Es geht bei ihm in dem Roman vor allen Dingen um Wörter. Und es gibt drei Kategorien von Wortschatz, die in Neusprech eventuell irgendwie anders sind als in Oldspeak, also in der herkömmlichen Sprache. Diese Sprache existiert also 1984 in Orwells Vorstellung und soll sich weiterentwickeln bis zum Jahr 2050 und bis dahin dann vollkommen das normale Englisch ersetzt haben. Hier jetzt also Beispiele. Zunächst mal die sogenannten A-Vokabeln. Bei den A-Vokabeln geht es um alltägliche Wörter. Da gibt es unregelmäßige Wörter und da gibt es eine große Vielfalt, da kann man viele Nuancen ausdrücken. Das ist natürlich nicht gewünscht in einem Überwachungsstaat. Da soll alles möglichst einfach sein. Gerade der alltägliche Wortschatz kann ja vor allen Dingen doppeldeutig benutzt werden. Ich habe das selber mal untersucht bei italienischen Dialekten. Da stellt man fest, dass jedes alltägliche Wort auch gleichzeitig noch irgendeine Tabubedeutung hat. Und aus dem Grunde müssen sogar im Standarditalienischen dann manche Wörter ersetzt werden, weil sie zu tabu beladen sind. Und das kann man natürlich verhindern, indem man den Wortschatz verkleinert und vereinfacht. Und das sehen wir hier unter A, da ist ein bekanntes Beispiel, was Orwell auch zitiert. Also think heißt jetzt nicht nur denken, sondern auch Gedanke, denn thought ist unregelmäßig. Und daraus kann man ein Adjektiv ableiten, das ist thinkful. Und dann kann man natürlich diese Gedanken auch noch weiter modifizieren. Man kann zwischen good think unterscheiden, also gute Gedanken, und ungood think, schlechte Gedanken. Und daraus auch wieder ein Adjektiv machen, ungood thinkful. Und dann kann man das steigern mit plus ungood thinkful. Das sind also sehr schlechte Gedanken, sehr böse Gedanken. Und double plus ungood thinkful sind extrem böse Gedanken. Also double plus ungood think sind sehr böse Gedanken und jemand oder etwas, was durch extrem böse Gedanken gekennzeichnet ist, ist also double plus good thinkful. Worauf sich Orwell hier bezieht, ist Basic English, was er damit eben auch satirisch so ein bisschen aufgreift. Das ist eben genau in der Zeit stark propagiert worden. Er benutzt allerdings hier zur Übertreibung noch andere Merkmale, die aus einer anderen Plansprache kommen, nämlich aus Esperanto. Orwell kannte sich mit Esperanto ganz gut aus, weil er in Paris eine Zeit lang gelebt hat bei einer Verwandten, die mit einem bekannten Anarchisten, Eugène Lanty, verheiratet war. Und in diesem Haushalt sprach man nur Esperanto als normale Sprache. Und das hat natürlich Orwell mitbekommen und hat eben hier auch solche Gedanken aus der Wortbildung des Esperanto aufgegriffen. Das ist das alltägliche Vokabular. Interessanter für uns ist aber das B-Vokabular. Da geht es um Wörter und Begriffe, die irgendwas mit Ideologie und Politik zu tun haben. Diese werden jetzt zusammengesetzt aus verschiedenen Wörtern, zum Beispiel das in der zweiten Zeile unter B, Crime Think, das ist also das Gedankenverbrechen, Crime Think, eben einfach zusammengesetzt aus Crime und Think. Da aber manchmal es besser ist, die genaue Bedeutung
von ideologischen Begriffen noch weiter zu verschleiern, macht man Zusammensetzungen, die man nicht mehr so ohne weiteres auseinandernehmen kann. Das sehen wir hier unter, mit den Beispielen INC-SOC, das ist English Socialism, das ist also die Ideologie des Staates, und ATSEM, das ist die vom Staat propagierte Art der Fortpflanzung, nämlich Artificial Insemination, ist auch sehr lang. ATSEM klingt dann gleich schon ein bisschen knackiger. Andere Ausdrücke, zum Beispiel Minitrue, das Ministry of Truth, ist natürlich das Ministerium der Überwachung. Es wird antiphrasisch ausgedrückt, also Truth statt Überwachung. Und Minitrue, das Ganze wird also nochmal zusammengefasst, gekürzt, damit es eben auch interessanter klingt und eben weniger gefährlich ist. Ja, schließlich gibt es noch ein C-Vokabular, das ist die Terminologie der Wissenschaft, die natürlich weiterhin benutzt werden soll und auch ausgebaut werden soll, wobei Wissenschaft auf Neuspeak, auf Neusprech eben auch INC-SOC heißt, also das gleiche ist wie die Staatsideologie. Das heißt, die Wissenschaft ist der Staatsideologie untergeordnet, kennt man vielleicht aus dem wissenschaftlichen Marxismus. Allerdings bezieht sich Orwell hier nicht so sehr, wie manchmal gesagt wird, auf den Stalinismus oder auf totalitäre Regime, sondern er bezieht sich mit seiner Kritik durchaus auf das England von 1948. Das wird auch deutlich in einer anderen Schrift, die mir dann im Weiteren auch noch aufgefallen ist. 1946 schreibt Orwell einen Aufsatz über Politics and the English Language, wo er im Grunde auch schon die Ideen, die ich jetzt hier vorbringe, vorbringt und wo er sich ganz klar auf das Englische seiner Zeit bezieht. Da ist auch nicht der Einzige, der in der Zeit Sprachkritik betreibt. Da gibt es noch einen Deutschen, der sicherlich hier auch bekannt ist, Viktor Klemperer, der ein Buch veröffentlicht 1947, also ein bisschen vor Orwell. Orwells Buch erscheint ja dann 1949. LTI, Lingua Terzi Imperii, die Sprache des Dritten Reiches, Notizbuch eines Philologen. Viktor Klemperer untersucht dabei die Sprache des Dritten Reiches anhand seiner eigenen Tagebuchaufzeichnungen während des Dritten Reichs. Dort gibt er zahlreiche Beispiele für neue Wörter. Hier haben wir sowas. Und zwar neue Wörter, die im Nationalsozialismus eingeführt worden sind und eben auch noch nach dem Nationalsozialismus weiter existieren bis heute. Also Staatsakt ist ein solches Wort oder Dachorganisation. Er weist auf weitere Besonderheiten hin, nämlich die Wortbildung. Es gibt eine Fülle von Wörtern in der Sprache des Dritten Reiches, die mit Groß oder Volks beginnen. Volksgenosse, Großdeutschland und so weiter. Einige davon sind auch noch im Gebrauch. Und das Dritte, auf das er hinweist, sind sogenannte Floskeln, die immer zusammenstehen. Also insbesondere sehr häufig in stolzer Trauer. Das bezieht sich natürlich zunächst mal auf Gefallene, findet sich dann aber, wie Klemperer feststellt, auch in allen anderen Todesanzeigen im Dritten Reich. Und das endet, als das Dritte Reich vorbei ist, spricht niemand mehr von stolzer Trauer. Das ist also richtig an diese Periode gebunden. Da sieht man schon, dass so eine Floskel ist immer so ein bisschen bedeutungsentleert, und solche Bedeutungsentleerungen gibt es noch weitere. Fanatisch ist ein Wort, was im Dritten Reich häufig gebraucht wird, so häufig, dass Goebbels dann in seiner berühmten Sportpalastrede nicht nur fanatisch sagt, sondern wild fanatisch, weil fanatisch nicht mehr stark genug ist, obwohl fanatisch natürlich schon wild ist. Historisch, ewig sind weitere solche Wörter, die bedeutungsentleert sind und einfach ständig verwendet werden oder dadurch, dass sie ständig verwendet werden, eben nicht mehr die eigentliche Bedeutung haben. Also das ist eine Sprachkritik, die sehr ähnlich ist derjenigen, die Orwell vorbringt. Und beide haben auch Quellen, nämlich ein Buch, was 1928 erschienen ist, von Edward Bernays mit dem Titel Propaganda. Der Titel ist leicht irreführend, weil man denkt, es geht tatsächlich um politische Propaganda. Aber Bernays ist sozusagen der Vater von Public Relations, von PR-Maßnahmen, und er zeigt eben in seinem Buch, dass es wichtig ist, wenn man Produkte verkaufen will, dass die einen sprechenden Namen haben. Und es geht hier vor allen Dingen wirklich um Werbung. Dass die Gedanken dann auch in der Politik aufgegriffen werden, ist dann eigentlich erst in zweiter Linie vorgesehen oder vielleicht von Bernays gar nicht vorgesehen, trotz des Titels.
Und das führt uns eigentlich zur heutigen Situation, weil die Vorschläge von Bernie heute handelsüblich sind. Schauen wir mal, neue Wörter. Die alte Krankenversicherungskarte heißt jetzt, wie wir sehen, Gesundheitskarte. Also krank klingt nicht so gut und das Gegenteil, gesund klingt besser. Und dass es eben besser klingt, ist hier sicherlich günstig, um eben auch so eine Gesundheitskarte durchzusetzen. Es wird eben hier ein sogenannter Euphemismus, ein gut klingendes Wort statt eines schlecht klingenden Wortes verwendet. Noch mehr solche Beispiele für neue Wörter. Eins, was den einen oder anderen hier betreffen könnte, sind die Studienbeiträge. Eigentlich sind es ja Studiengebühren, das sind auch rechtlich gesehen tatsächlich Gebühren, aber Gebühren, das klingt irgendwie negativ. Und so haben sich verschiedene Leute überlegt, das besser Studienbeiträge zu nennen, weil Beiträge eben etwas Positives ausdrücken. Man spricht da in der Sprachwissenschaft von Konnotation. Also das ist nicht die eigentliche Bedeutung, sondern das, was zusätzlich noch dazukommt, nämlich etwas Positives bei den Studienbeiträgen. Ich habe in Bielefeld von einem Zuhörer gesagt bekommen, dass es tatsächlich eine Expertengruppe gegeben hat, einen sogenannten Think Tank in Gütersloh beim Zentrum für Hochschulentwicklung, die sich das wirklich so überlegt haben und dieses Wort geprägt haben und empfohlen haben, dass man es Studienbeiträge nennen soll. Das ist an sich schon sehr problematisch, weil eigentlich diese Leute nicht so richtig sich auskennen mit der Geschichte der deutschen Universität, denn der Vater dieser Einrichtung, Wilhelm von Humboldt, hat auch in seiner Schrift über die deutsche Universität von Beiträgen gesprochen. Er hat nämlich gesagt, dass Bildung so wichtig sei, dass die ganze Nation einen Beitrag leisten soll, nämlich durch Steuern. Und da ist eigentlich das Wort Beiträge viel passender als bei den Studienbeiträgen, die genau das Gegenteil natürlich zeigen. Ja, neue Wörter gibt es natürlich auch im Sicherheitsbereich. Und das führt mich dann zum eigentlichen Thema. Hier dieses Beispiel. In Deutschland gab es lange Zeit einen Schießbefehl, oder in einem Teil von Deutschland. Das war natürlich negativ behaftet. Und dann sucht man eigentlich für das Gleiche einen Euphemismus. Dann gibt es zunächst mal die Wortschöpfung finaler Rettungsschuss. Und schließlich von Wolfgang Schäuble aus einer Rede, Targeted Killing. Das klingt irgendwie positiv, obwohl das eigentlich Pseudo-Englisch ist. Targeted Killing ist nicht wirklich Englisch, sondern ein deutsches Wort, gezielte Tötung, das dann auf Englisch übersetzt ist, damit es nicht so schlimm klingt. Ja, wenn es um solche interessanten Wortschöpfungen und Sprachspiele geht, ist natürlich der Innenminister sehr gefragt. Hier ein sehr interessantes Beispiel, ein Zitat von ihm. Er fordert auf, Gefährder so zu behandeln wie Kombattanten und zu internieren. Internieren ist natürlich ein Euphemismus, klar. Was hat es aber nun mit Gefährdern und Kombattanten auf sich? Kombattanten, das ist tatsächlich ein rechtsbewährter Begriff, kommt aus dem Völkerrecht, aus dem internationalen Recht. Da geht es um Soldaten und soldatenähnliche Personen, also Teilnehmer an Kampfhandlungen, in kriegerischen, zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen, die auf eine bestimmte Weise zu behandeln sind. Da gibt es in der Tat internationale Verträge. Auf der anderen Seite stehen die Gefährder. Aber was sind Gefährder? Nun, das kann man sogar in der Wikipedia nachlesen, was Gefährder sind. Da gibt es einen Artikel, und man erfährt dort, dass 1981 dieser Terminus zum ersten Mal gefallen ist bei einer Innenministerkonferenz. Es ist kein juristischer Terminus. Der juristische Terminus wäre Störer. Das ist jemand, der irgendwie stört, also etwas tut. Ein Gefährder ist sozusagen ein potenzieller Störer, also jemand, der eventuell etwas tut. Und dann sieht man, das passt nicht. Also solche Gefährder sind nicht Teilnehmer an Kriegshandlungen. Es steckt allerdings hier durchaus etwas Gezieltes dahinter. Das ist auch keine Verschwörungstheorie, sondern wir wissen, dass der Innenminister sehr dafür plädiert, die Bundeswehr eben im Inneren einzusetzen und eben innere Sicherheit mit äußerer Sicherheit zu vermischen. Und wenn man dann hört,
dass der Innenminister in letzter Zeit nicht darüber spricht, stimmt das eigentlich nicht, denn so ein Zitat ist im Grunde der gleiche Gedanke. Ja, das macht nicht nur unser Innenminister, das machen auch andere. Es gibt von Nicolas Sarkozy, dem französischen Präsidenten, eine Rede aus dem Juni 2008 über Sicherheit. Die ist sehr schön, weil sie voll ist mit Neusprech. Ich kann das noch nicht alles vorführen, weil der Nicolas Sarkozy dummerweise Französisch spricht. Und das würde jetzt vielleicht zu lange dauern, das alles zu übersetzen. Ich möchte nur den Anfang der Rede vorführen, den versteht eigentlich jeder. Also er begrüßt die Leute. Dabei, ich habe das hier auch als Video, ist zu beachten, auch wie er so guckt. Also seine Mimik ist da auch sehr ausdrucksstark. Und er greift das Motto der Französischen Republik auf. Das ist Liberté, Égalité, Fraternité. So Republiken haben Mottos in Deutschland, Einigkeit und Recht und Freiheit. Hier eben Liberté, Égalité, Fraternité. Kommt aus der Französischen Revolution, Freiheit, Liberté, eben natürlich die Freiheit von den Tyrannen, Egalité, die Gleichheit der Menschen, also Aufhebung der Stände, Fraternité, würde man heute vielleicht besser mit Solidarität oder so bezeichnen, dass der eine für den anderen einsteht, also das, was eben gerade bei den Studienbeiträgen heute nicht mehr der Fall ist. Gut, also wir hören uns das kurz an, den Text kann man hier auch mitlesen und auch die Übersetzung, es ist wirklich ganz kurz nur der Anfang, wo es um dieses Motto geht, das versteht man sehr gut und man kann zwischendurch vielleicht auch so ein bisschen auf seine Gestik und Mimik achten. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président du Sénat, monsieur le président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis venu vous parler de la France et de la sécurité des Français. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité sans sécurité. Ja. Und damit sehen wir, dass eben offensichtlich nicht mehr Liberté, Égalité, Fraternité die Staatsziele in Frankreich sind, sondern etwas Neues, Sécurité, Sicherheit. Und das ist, glaube ich, symptomatisch für das, was wir gerade beobachten, eben nicht nur in Deutschland. Und wir haben eben hier auch wieder Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, die zusammengestellt werden. Machen wir aber weiter mit den neuen Wörtern. Ganz bekannt aus der Diskussion der letzten beiden Jahre. Die Befürworter von Wahlcomputern sprechen von Wahlmaschinen und die Gegner von Wahlcomputern, denn es sind Wahlcomputer. Aber Computer, das klingt irgendwie gefährlich, also besser Wahlmaschinen, das klingt wie etwas, was man schon längst kennt. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also man versucht etwas Neues zu ersetzen durch etwas, was man schon kennt, was irgendwie etabliert ist. Ein anderes Beispiel ist der genetische Fingerabdruck, der natürlich kein Fingerabdruck ist, aber Fingerabdruck, das kennt man, das hat sich vielleicht irgendwie bewährt in der Kriminalistik. Also genetischer Fingerabdruck, dass das eigentlich was ganz anderes ist, fällt dabei unter den Tisch. Oder man kreiert gleich ein neues Wort, wie New Vote für ein Wahlsystem in den Niederlanden, wo gleich alles outgesourced wird, bis hin zur Wahlbeobachtung. Das hat dann gleich positive Konnotationen, New Vote. Leider hat die niederländische Firma, die das gemacht hat, nicht an George Orwell gedacht und New Vote erinnert auch so ein bisschen an Newspeak. Euphemismen. Manchmal fragt man sich, ob ein Wort ein Euphemismus ist oder nicht. Ich persönlich glaube, dass Vorratsdatenspeicherung ein Euphemismus ist. Denn Vorrat, das klingt irgendwie gut. Dummerweise benutzen das hier auch die Gegner. Ich will ja jetzt nicht das Englische propagieren, aber Data Retention, Retention, das klingt schon irgendwie negativer. Wäre vielleicht besser, aber da fehlt irgendwie noch ein deutsches Wort und da sollten wir vielleicht drüber nachdenken, ob man da vielleicht noch was Besseres finden kann als Vorratsdatenspeicher. Die Online-Durchsuchung, ne? Klingt eigentlich auch gut. Ne? Online ist modern, ne? Durchsuchung kennen wir schon, wurde vorhin in der Einführung gesagt, kennen wir, also eigentlich nichts Besonderes. Das Neue wird durch das Alte bezeichnet. Ja, aber sollte man vielleicht doch ein anderes Wort finden. Im CCC wurde dann Bundestrojaner propagiert. Das ist, glaube ich, schon deutlich besser, weil das doch so ein, für Computerexperten zumindest was Bedrohliches hat mit dem Trojaner. Für Nicht-Computerexperten wäre vielleicht Computerwanze besser. Bisher wenig gebraucht, würde ich gerne ein bisschen mehr propagieren. Und als etwas objektiveren Terminus vielleicht Spähprogramm. Gut, das sind Wörter.
Aber das, was eigentlich besonders frappierend ist, ist, dass nicht nur Wörter eine große Rolle spielen, sondern dass bis in die Grammatik hineinreicht, dass hier Politiker eine besondere Art zu sprechen haben. Das Besondere, interessant, ist das Pronominalsystem. Da spielt ein Pronomen eine besondere Rolle, nämlich das Pronomen wir. Da gibt es auch schon ein literarisches Vorbild. Evgeny Samjatin hat einen Roman geschrieben 1920, May, wir, auf Russisch. Dieser Roman ist übrigens auch von Orwell besprochen worden und ist fast eine Art Vorlage für sein 1984. Und da geht es tatsächlich auch um das Pronomen wir, was eine besondere Rolle spielt und tatsächlich so ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl vermittelt. Und wenn man genauer sich das überlegt, stellt man schnell fest, dass es verschiedene Arten von wir gibt. In der Linguistik spricht man von inklusivem und exklusivem wir. Das inklusive wir schließt die Angesprochene mit ein, das exklusive wir schließt die aus. Manche Sprachen haben unterschiedliche Wörter, das Tok-Pisin zum Beispiel, die Staatssprache von Papua-Neuguinea, eine ehemalige Pidgin-Sprache, da heißt das wir, was den Angesprochenen mit einschließt, also sozusagen wir alle, Yumi, und das, was nur den Sprecher bezeichnet mit den Leuten, die noch mit dabei stehen, Mipella. Französisch ist das ein bisschen so, wenn alle gemeint sind, kann man sagen nu oder en. Wenn man sich meint, im Gegensatz zu den anderen, die man anspricht, kann man nous autres sagen, wir anderen. Im Deutschen gibt es da noch so ein paar Sonderformen von wir. Da gibt es das sogenannte Arzt-wir. Der Arzt sagt, wie geht es uns heute? Oder das Fußballfan-Wir. Gegen Stuttgart haben wir schon zu oft verloren. Natürlich hat der Sprecher nicht verloren, sondern die Mannschaft, zu der er sich zählt. Ich habe von einem angehenden Mediziner gehört, dass heute in den Unis gelehrt wird, dass man sowas, wie geht es uns heute, nicht sagen darf. Ich habe im November eine Grippeimpfung bekommen und da hat der Arzt tatsächlich gesagt, wie geht es uns heute? Also es wird noch verwendet. Dafür gibt es keinen richtigen Terminus, dass das Wir plötzlich ausgeweitet wird auf andere Personen, vielleicht sogar auf dritte Personen, wie bei gegen Stuttgart haben wir schon zu oft verloren. Ich würde das als Extension oder extensives Wir bezeichnen. Und das ist nun ganz typisch für die Politikersprache. Da habe ich hier eine kleine Aufnahme von Angela Merkel, hier ein älteres Foto. Und das hören wir uns mal an und ich habe es zum Mitlesen, ich habe auch das Wir bzw. uns hier farblich hervorgehoben und die unterschiedlichen Farben weisen auch darauf hin, dass immer unterschiedliche Personen gemeint sind. Man kann sich das jetzt mal überlegen, wer da jeweils gemeint sein sollte mit dem Wir. Die CDU wird sich nicht davon abbringen lassen. Sie werden sich erinnern, die Älteren unter Ihnen, wie viele Schlachten wir schon geschlagen haben. Die Videoüberwachung. Gestritten mit den Sozialdemokraten. Heute hätten wir weder die libanesischen Kofferbomber gefunden, noch hätten wir die Schlägereien des alten Mannes in der U-Bahn in München so schnell aufklären können. Und heute findet jeder Videoüberwachung auf großen Plätzen, öffentlichen Plätzen ganz normal. Wenn es die Union nicht gewesen wäre, die dafür gekämpft hätte, dass das notwendig ist, hätten wir heute noch keine Videoüberwachung und deshalb werden wir auch andere Themen auf die Tagesordnung bringen, wie bestimmte Veränderungen im Jugendstrafrecht, genauso wie die Online-Durchsuchung und vieles andere mehr. Wir werden nicht zulassen, dass technisch manches möglich ist, aber der Staat es nicht nutzt, dafür aber die Verbrecher und Täter und Terroristen es nutzen. Das ist nicht unser Staat. Der Staat muss. Ja, also wir erkennen, es ist einmal ein hellblaues Wir, das ist offensichtlich die CDU, die hier gemeint ist, die ja gegen die Sozialdemokraten kämpft, bekanntlich, und eben andere Themen auf die Tagesordnung bringt. Das etwas dunkelblauere Wir ist wahrscheinlich nicht die CDU, denn schließlich gehört der Staat nicht der CDU und die Videoüberwachung betrifft uns ja alle und nicht nur CDU-Mitglieder werden videoüberwacht. Also hier ist ein sehr weit ausgreifendes Wir, aber am interessantesten ist hier dieses braune Wir,
Denn das braune Wir, da kann Frau Merkel nicht mit gemeint sein. Die macht ja nicht im Nebenjob Kriminalistik und findet Kofferbomber und löst Schlägereien. Also da sieht man, dass hier tatsächlich eine Ausweitung stattfindet auf eine Personengruppe, also in diesem Fall die Polizei, die irgendwie mit ihr zusammenhängt, wo sie so ein Identifikationsverhältnis herstellt. Wir werden das mit dem Wir auch noch öfter bei den anderen Texten sehen, die ich mitgebracht habe. Wenn wir jetzt den Wortschatz uns angeschaut haben, die Grammatik, dann gibt es natürlich noch mehr. Das, was man normalerweise als Sprachgebrauch oder Rhetorik bezeichnet, dort finden wir sogenannte Metaphern, also bildhafte Ausdrücke, bestimmte Floskeln und eben Rhetorik, alle möglichen Mittel, mit denen man andere versuchen kann zu überzeugen. Fangen wir mal mit den Metaphern an, also bildhafte Ausdrucksweisen. Und da gibt es einen Metaphernkönig, Silvio Berlusconi, der insbesondere Fußballmetaphern sehr mag. Sogar seine Partei heißt nach dem Schlachtruf der italienischen Fußballfans Forza Italia, Los Italien. Man kann auch Forza Roma, also Los Rom oder so sagen, also Forza Italia, ein Fanruf, der eben hier der Name der Partei ist. Und er ist also bekannt dafür, in seinen Reden immer wieder Fußballmetaphern zu verwenden. Das machen auch andere Politiker gerne, auch in Deutschland. Hier sind ein paar Beispiele: Abseits, Spielführer, Halbzeit, ne, Legislatur, Halbzeit, Eigentor, ein Politiker macht ein Eigentor, damals von Oettinger gesagt worden, jemand steht im Abseits, und Hooligans werden wir nachher auch noch kennenlernen, die plötzlich gleichgesetzt werden oder als anderes Wort für Terroristen verwendet werden. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, Franz Müntefering über Kurt Beck seinerzeit. Der Parteivorsitzende ist der Spielführer, hat er gesagt. Gut, das war dann Kurt Beck nicht mehr lange. Dann gibt es die sogenannten Scheinargumente. Da ist zunächst einmal das sogenannte Ablenkungsmanöver ein wichtiges rhetorisches Mittel. Man wechselt das Thema, kennen wir von Politikern, man fragt die irgendwas, werden wir gleich auch noch sehen, und dann antworten die über ein ganz anderes Thema. Man mischt Themen, man erzählt mal eine Anekdote, um etwas nicht beantworten zu müssen. Oder man benutzt das sogenannte Argumentum ad verecundiam, das heißt in der Regel, man bezieht sich auf eine Autorität. Oder das Argumentum ad ignorantiam, da werden wir nachher schöne Beispiele sehen. Man sagt, man weiß ja gar nichts, oder die anderen, der Gegner, wisse gar nichts, also alles ist unklar und dann wird es schon stimmen. Wir verlassen uns mal auf die Experten. Eine besondere Spielart ist das kein echter Schotte-Argument. Da sagt man, ein echter Schotte isst seinen Porridge immer ohne Zucker. Und dann sagt man, ja, aber da haben sich doch die Schotten da Zucker drauf getan. Ja, das sind keine echten Schotten. Ne? So, einer, der sehr viele Floskeln von sich gibt, ist ein politischer Beamter, nämlich der Präsident des Bundeskriminalamts, Jörg Zierke. Ich habe da einen kurzen Text mitgebracht, den ich hier vorspiele, und man sieht dann auf den Folien die jeweiligen Floskeln. Man hört die auch sehr gut, weil er immer etwas schneller spricht, wenn es eine Floskel gibt. Am besten hören wir es uns an. Ja, ich denke, die Polizeipraxis benötigt zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der organisierten Kriminalität, also schwerste sozialschädlicher Form der Kriminalität, auch die Online-Durchsuchung. Es ist ja nicht so, dass die Menschen in Deutschland Angst davor haben müssen, jetzt durch den Staat in einer Weise überwacht zu werden, die nicht mehr den Rechtsgrundsätzen entspricht. 99,9% der Menschen in Deutschland werden von dieser Maßnahme, auch von Telefonüberwachungsmaßnahmen, überhaupt nicht betroffen sein. Tja, also internationaler Terrorismus. Terrorismus ist bei ihm immer international, werden wir gleich noch sehen. Die Kriminalität ist entweder organisiert, bei ihm schwer oder schwerst. Ja. Andere Kriminalität gibt es nicht. Er weitet das dann hinterher noch aus, auf ganz andere Dinge, die man gar nicht so, naja, werden wir noch sehen. Und 99,9% seien nicht betroffen, sagt er. Das heißt also immer noch 80.000 Menschen in Deutschland und wahrscheinlich, er sagt nicht der Deutschen, sondern der Menschen in Deutschland. Das müssten dann also wahrscheinlich sogar mehr sein, 100.000 Menschen, also fast schon eine mittlere Stadt ist betroffen von solchen Überwachungsmaßnahmen. Das kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, er sagt nur deshalb 99,9%, weil es gut klingt. Es gibt andere, die das vorgemacht haben. Norbert Geis, den wir auch gleich noch hören werden, sagt 99%. Das wären dann 800.000 bis zu 1 Million Menschen, die betroffen sind.
Schäuble sagt auch 99,9%. Gut, schauen wir mal. Ja, dann kommt der Leitsatz von Jörg Zirkes Politik. Wir müssen mit dem technischen Fortschritt Schritt halten können, wenn skrupellose Kriminelle ins Internet ausweichen und dort ihre Anschlagsplanung, ihre kriminellen Handlungen vorbereiten. Ja, ich würde Ihnen das am Beispiel mal der Terrorismusbekämpfung deutlich machen. Wir finden heute im Internet Bombenbauanleitungen, wir finden Anschlagspläne, wir finden Aufträge für die Durchführung von Anschlägen, Propaganda, die Ideologisierung, also die Rekrutierung junger Menschen zum Dschihad als Suizidattentäter. Das Internet ist das entscheidende Kommunikationsmittel des internationalen Terrorismus. Und die Szene arbeitet hochkonspirativ, das heißt, sie arbeitet verdeckt, sie verschlüsselt, sie anonymisiert. Und für die polizeiliche Arbeit ist es heute schon sehr schwierig, durch Observationen im Milieu zum Beispiel, überhaupt den Anfasser für Ermittlungen zu bekommen, wie wir sagen. Das heißt, das Eindringen in Milieus mit verdeckten Ermittlern, also mit Polizeibeamten, ist fast unmöglich. Ja, wieder internationaler Terrorismus, Szene, Milieu, auch etwas seltsam. Ja, und dann kommt der Anfasser. Was ist Anfasser? Ich habe versucht, das durch ein Wörterbuch zu finden, gibt es nicht. Also muss man sich das selber überlegen. Anfasser für Ermittlungen. Offensichtlich geht es darum, dass natürlich das Bundeskriminalamt nur tätig wird, wenn starke Verdachtsmomente vorliegen. Die hat man aber nicht, die muss man erst finden. Und deshalb braucht man Anfasser im Milieu. Und jetzt stellt er sich das offensichtlich so vor, dass man alle Computer scannt, so lange, bis man einen Anfasser hat. Das ist natürlich seltsam. Wenn dort Beweise vorhanden sind für solche Anschläge, für solche Anschlagsplanung, für Propaganda, dann muss ich in der Lage sein, die Netzwerke des Terrorismus auch auf diese Art und Weise zu zerschlagen. Wenn ich nur mit Telefonüberwachungsmaßnahmen komme und von vornherein weiß, dass man das Internet ausweicht, oder wenn ich weiß, dass ich ins Milieu nicht eindringen kann mit verdeckten Ermittlern und gleichzeitig aber das Problem habe, dass Anschläge vorbereitet werden, dann muss ich, um sozusagen vor die Lage zu kommen, um Gefahren auf der einen Seite abzuwehren, aber auch Beweise zu verdichten, damit auch eine Strafverurteilung stattfinden kann, dann muss ich auch im Internet bei solchen Menschen jedenfalls, die schwerkriminell sind, mit einem richterlichen Beschluss natürlich, nicht Polizei auf eigene Veranlassung hin, eine solche Durchsuchung durchführen. Ja. Netzwerke zerschlagen, auch etwas Neues. Netzwerke, Netz heißt es ja eigentlich, Netzwerk ist ein Neologismus, also neues Wort. Netzwerke zerschlagen, gut, das will er machen. Dann Beweise will er verdichten, transitiv, ne? Er verdichtet die Beweise, auch ganz seltsam, man weiß nicht genau, was das ist. Und im Internet Durchsuchungen durchführen, ja, dafür ist eigentlich Google zuständig. Also. Wenn wir auf der einen Seite in Milieus nicht richtig eindringen können, aus bekannten Gründen, die ich schon dargestellt habe, dann bleibt ja nur die Möglichkeit, über die Beweise, die zum Beispiel in einem Computer gespeichert sind, Gefahren abzuwehren und Anfangsverdachtslagen, wie wir sagen, zu verdichten, um an die Netzwerke heranzukommen. Nicht nur den Einzeltäter zu sehen, sondern das Netzwerk, die Gruppierung, die dahinter steckt. Und das gilt nicht nur für den Terrorismus, Sie können das übertragen auf den Bereich der Kinderpornografie, als der schwersten Form der Kindesmisshandlung zum Beispiel, auf rechtsextremistische Propaganda im Internet, die immer mehr zunimmt. Sie können es übertragen auf die Wirtschaftsspionage, auf Wirtschaftskriminalität, auf Frauenhandel, auf Menschenhandel. Ich sage aber noch mal ganz deutlich, 99,9% der Menschen in Deutschland haben mit dieser Maßnahme überhaupt nichts zu tun. Es geht hier wirklich um Schwerkriminalität. Und ich möchte eine Rechtsgrundlage, die es einem Richter erlaubt, mir diese Ermächtigung zu geben. Nicht die Polizei aus eigener Verkommenheit möchte das. Gut, das ist von Ende 2007, glaube ich, oder Anfang 2008. Da gab es noch keine Finanzkrise. Wirtschaftskriminalität als Schwerkriminalität zu bezeichnen, ist natürlich schon gewagt. Und dann sollte man die vielleicht auch alle präventiv einsperren, die da an der Börse handeln. Gibt es weniger. Gut, Schwerkriminalität wieder, das fasst er hier sehr weit. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Rechtsgrundlage, das ist immer das Schlagwort, was wir dann hören. Warum braucht man solche Gesetze, damit man eine Rechtsgrundlage hat? Offensichtlich will man es auch ohne machen, aber mit Rechtsgrundlage ist es halt besser. Und wieder Netzwerke. Ja, wenn man jetzt einem Politiker die Frage stellt, Herr Dr. Schäuble, wie können Sie garantieren, dass die Online-Durchsuchung tatsächlich nur in Einzelfällen eingesetzt wird? Dann bekommt man seltsame Antworten. Ich habe das hier mal mitgebracht. Schäuble erzählt dann erstmal eine Anekdote, die gar nicht passt.
genehmigen, eine G10-Kommission, das muss im Einzelfall begründet werden. Es gibt mehr Maßnahmen, das ist schon wahr. Verwaltungsmäßig, das will ich sagen, da haben wir doch neulich haben wir die Polizei, die Bundesanwaltschaft 3, so die terroristische Anschläge von erheblicher Qualität geplant haben. 600 Kilogramm Sprengstoff ist ja nun keine Kleinigkeit. Und die benutzen, die haben ungefähr ein Dutzend Handys benutzt. Nicht? So mit Prepaid-Karten und einmal telefonieren, kurz gleich wieder wegschmeißen. Nächste. Und dann muss natürlich die Polizei, wenn sie überwachen will, oder der Richter genehmigt ja 12 Handys. Plötzlich, das sind verzwölffachen. Aber deswegen bleibt denn der Norbert Geis das 99, mit seiner Aussage, dass 99% nicht betroffen sind, wenn er gesagt hätte, 99,9% werden niemals davon betroffen sein, hat er auch recht gehabt. Das ist so. Das ist gesetzlich sicherzustellen, nur, wir haben ja den Vorschlag gemacht, es darf nur in engen Fällen, Abwehr, wenn wirklich terroristische Bedrohung, ernsthafter Art, dann kann das Bundeskriminalamt, wir haben sogar gesagt, nur der Präsident darf den Antrag stellen und ein Richter muss ihn genehmigen. Und er muss begründen, warum. So, glauben Sie, das werden viele Maßnahmen sein. Erstens. Zweitens, was immer man unter Online-Durchsuchung versteht, da reden ja auch die Leute alle ganz klug, die keine Ahnung haben. Es ist so auffällig, dass der Chef des Bundeskriminalamts so erzählte, der versteht ein bisschen was davon, nicht versteht nichts davon. Er hat gesagt, so eine Maßnahme ist so aufwendig, wir wären überhaupt nur in der Lage, 10 pro Jahr überhaupt zu versuchen, ob sie gelingen, ist noch was anderes. Also der Norbert Geis hatte mit anderen Worten einfach recht. Gut, na schön. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Also hier nochmal der Text. Es gibt mehr Maßnahmen. Maßnahmen ist völlig unklar. Was sind Maßnahmen? Also ein sogenanntes Platzhalterwort, was also keine wirkliche klare Bedeutung hat, wird hier verwendet. Dann kommt die Anekdote, die gar nicht passt. Es geht ja hier gar nicht um Online-Überwachung. Dann kommt er zurück auf die 99%, 99,9%. Das klingt halt gut, auch wenn es eben vielleicht doch nicht 80.000 sein sollten oder vielleicht auch mehr, weiß man nicht. Ja, dann kommt er zurück auf die Maßnahmen. Also jetzt kommt er tatsächlich mal auf die Frage zu sprechen, aber er beantwortet sie mit einer Gegenfrage oder einer rhetorischen Frage. Glauben Sie, das werden viele Maßnahmen sein? Ja, ist ja gerade die Frage, wie er das verhindern will, dass es viele Maßnahmen sind. Ja, und dann sagt er, es ist einfach zu aufwendig mit diesen Maßnahmen. Da ist wieder so ein Wir drin. Und ja, maximal 10 pro Jahr, wenn wir das jetzt hochrechnen, 80.000, 10 pro Jahr, dann müsste er 8.000 Jahre lang ermitteln. Also irgendwas kann da nicht stimmen. Ne? Also entweder ist die 99,9% falsch oder die 10 sind falsch oder wahrscheinlich beide. Die Zahlen sind nicht als Zahlen zu verstehen, sondern einfach nur als Neusprech. Ja, Norbert Geis wurde erwähnt, deshalb möchte ich Norbert Geis auch hier nochmal zu Wort kommen lassen. Norbert Geis ist Mitglied des Bundestages für die CSU. Er ist rechtspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Wir werden gleich noch sehen, dass rechtspolitisch eine ganz besondere Bedeutung hat. Und er gibt am 9.7.2007 ein Interview im Deutschlandfunk und daraus gibt es hier einige Auszüge. Ich habe wieder bestimmte Wörter, die ich dann noch näher ansprechen will, farblich hervorgehoben. Wir haben wieder das Wir, wir haben wieder Euphemismen, ne, internieren, liquidieren und so weiter. Und wir haben wieder ein paar wichtige Schlagwörter. Noch einmal kurz zusammengefasst, Herr Geis, um diesen Punkt abzuschließen. Sie fordern auch eine Grundgesetzänderung, um eine rechtliche Grundlage zu schaffen für das gezielte Töten von Terrorverdächtigen. Ich fordere zumindest eine Diskussion darüber. Ich fordere eine Diskussion darüber, einmal, wie wir umgehen mit der gezielten Tötung eines potenziellen Aggressors und wie wir das grundgesetzlich absichern können. Darüber fordere ich eine Diskussion. Und wenn Sie aber ganz konkret fragen, ich bin natürlich dafür, dass wir einem potenziellen Aggressor, einen Terroristen, der unser Land bedroht, dass wir den natürlich liquidieren können müssen, sonst setzen wir uns unnötig unter Umständen einem Anschlag aus. Wenn ich dadurch Anschläge verhindern kann, muss es möglich sein, solche Anschläge schon im präventiven Bereich abzuwehren. Also hier haben wir die gezielte Tötung. Dann sehr interessant, Aggressor ist wieder ein Ausdruck, der nicht passt. Aggressor ist wieder ein Ausdruck aus dem
Krieg, ne? Da gibt es Aggressoren, das hat auch was mit Kriegsrecht zu tun wieder, passt hier gar nicht. Und dann potenzielle Aggressoren, also wieder Aggressoren, die gar keine sind, sondern potenziell. Wir werden gleich noch sehen, er unterscheidet noch zwischen solchen und anderen. Wir gleich sehen. Dann liquidieren, klar, das können müssen ist ganz seltsam an der Stelle. Eigentlich nennt man das Oxymoron, da brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen, also das passt nicht. Dann wir, also er selber will offensichtlich Hand anlegen an die Terroristen und dann sogar ich, er will also selbst einen Anschlag verhindern, das Ich wird eben auch ausgeweitet. Und der präventive Bereich, Prävention, das ist eben gerade die neue Qualität des Rechtsstaats. Machen wir gleich mal weiter. Gezielte Tötung von Terrorverdächtigen ist das eine, Herr Geis. Das zweite ist der sogenannte Unterbringungsgewahrsam für sogenannte Gefährder, die man eben nicht abschieben könne. Rund 100 Gefährder soll es in der Bundesrepublik derzeit geben. Die Grünen sprechen davor, dass Schäuble die Rechtsgrundlage für einen Guantanamo in Deutschland schaffen wolle. Unsinn. Wir brauchen kein Guantanamo, sondern wir wollen ja nur die potenziellen Gefährder in so etwas wie Unterbindungsgewahrsam, den wir jetzt auch schon haben, natürlich unter engen rechtlichen Voraussetzungen. Wir können Hooligans abfangen und können sie zunächst einmal die Freiheit entziehen. Wir können sie also unterbringen, so lange, bis beispielsweise ein Fußballspiel vorbei ist. Also diese Möglichkeit haben wir jetzt schon. Ja, also potenzielle Gefährder. Ich sagte schon, Gefährder sind potenzielle Störer. Und potenzielle Gefährder sind dann nochmal potenzieller. Also letztlich sind wir das alle. Nun will er uns glücklicherweise nicht alle erschießen lassen, sondern es reicht der sogenannte Unterbindungsgewahrsam. Das geht in einigen Bundesländern bis zu 24 Stunden, wenn jemand aber auch schon gestört hat und nicht erst vorher. Und dann kann man, um weitere Störungen zu verhindern, den bis zu 24 Stunden festsetzen und in manchen Bundesländern, Baden-Württemberg, mit richterlicher Genehmigung bis zu einer Woche. Das ist aber hier nicht gemeint. Hier geht es darum, tatsächlich, er sagt euphemistisch, die Freiheit entziehen, damit er noch euphemistischer unterbringen. Was er meint, ist natürlich tatsächlich internieren oder einsperren. Ja, und er kommt aufs Fußballspiel. Und dieses Fußballspiel löst dann in der Folge so eine ganze, ja, einen ganzen Bildbereich auf, Terrorkampf und Antifußballspiel, Antiterrorkampf und Fußballspiel, das hören wir uns jetzt mal an. Das Fußballspiel, um da mal einzuhaken, Herr Geis, das ist im Antiterrorkampf eigentlich nie zu Ende. Das ist richtig. Und deswegen ist dies ja auch rechtlich ein viel schwierigeres Problem, denn wir werden ja auf Dauer jemanden dann die Freiheit entziehen, indem wir ihn in einen Unterbindungsgewahrsam bringen. Aber ich glaube, dass dann, wenn der Gefährder wirklich erkannt ist, ich halte es für geht gleich weiter. Also, Fußballspiel. Aber jetzt plötzlich auf Dauer die Freiheit entziehen und das ist eben nicht Unterbindungsgewahrsam. Auch hier wird wieder ein bekannter Rechtsterminus genommen und auf was Neues ausgeweitet. Was natürlich so ohne weiteres sicherlich nicht möglich ist und auch sicherlich nicht wünschenswert ist. Und es geht noch weiter. Bitte? Ohne Prozess. In diesem Fall ohne Prozess. Das geht schwer runter, das sage ich Ihnen. Das fällt einem nicht. Vor allen Dingen dann, wenn man, so wie ich auch, immer wieder sagt, dass wir die freiheitliche Grundordnung haben, die wir je hatten. Aber es geht ja uns darum, diese freiheitliche Grundordnung zu schützen. Und deswegen wehren wir uns gegen die Gefährder. Und wir können nicht warten, bis die Gefährder zuschlagen. Und der Unterschied zu Guantanamo ist? Ja, in der Tat, wieder Gefährder, wieder diese Sache mit dem Wir, was hier doch sehr weit ausgeweitet wird. Und ja, die freiheitliche Grundordnung schützen, indem man da eben sie abändert. Das hat übrigens der Hessische Rundfunk aufgegriffen. Es gibt da ja die Sendung HR2 der Tag, kann man sich als Podcast runterladen, über das BKA-Gesetz. Gibt es eine Sendung, die heißt das BKA-Gesetz, Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Und das trifft es eigentlich sehr gut. So, fassen wir mal zusammen, was wir gesehen haben. Wir haben seltsame Wörter gefunden, wie Anfasser oder als ganzer Ausdruck Beweise verdichten. Wir haben das Wort Gefährder kennengelernt, was bisher keinen Einzug in
Rechtstexte gefunden hat, aber das steht bevor. Wir haben seltsame Bilder gesehen, Hooligan, wir haben Wörter, die keine richtige Bedeutung haben, wie Maßnahmen. Immer wieder hier auch solche Sachen wie Schwerstkriminalität, das Schritthalten, also solche Floskeln. Ja, das sind alles Beispiele, die tatsächlich irgendwie in die Richtung Neusprech gehen und zeigen, dass hier doch tatsächlich irgendwie eine Politik, die eigentlich irgendwie doch nicht so gut zu verkaufen ist, die soll hier anderen Leuten schmackhaft gemacht werden, der Öffentlichkeit, den Parlamentariern, die ja dann letztlich auch gegen ihre eigenen Interessen möglicherweise abstimmen. Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen, als kleine Wiederholung am Ende nochmal ein kleiner Redebeitrag dieses Herrn, der ja hier eindeutig identifizierbar ist. Er erklärt uns, was eigentlich Online-Durchsuchung ist. Am Anfang glaubt man noch zu wissen, was er meint. Am Ende weiß man überhaupt nichts mehr. Das ist aber nicht, also man könnte sagen, er ist vielleicht nicht ganz bei sich oder so, wenn er das sagt. Das klingt auch alles so verworren. Aber ich glaube, dass gerade dieser Plauderton auch dazugehört und dass auch dieser etwas regionale Akzent, der dann bei ihm kommt, und auch letztlich das Argument, das Ignoranzargument, was wieder kommt, er habe keine Ahnung, andere haben Ahnung, wir sollen uns auf die Experten verlassen, dass das wirklich System hat, denn es kommt halt immer wieder. Online-Durchsuchung wird Verschiedenes verstanden, das ist wahr. Da wird sowohl verstanden der Telekommunikation, der Verkehr, als auch die Durchsuchung in den Systemen selbst, weil die technische Entwicklung eben so ist. Aber da müssen wir jetzt dann schon fast die Internet-Experten genauer befragen. Sich so entwickelt, dass eben unsere oder meine laienhafte Vorstellung, dass das Internet so etwas Ähnliches sei wie eine moderne Telefonanlage, das stimmt eben lange nicht mehr. Und deswegen braucht man, wenn Sie wollen, kann der Herr Fromm das auch genauer erläutern, der versteht es. Ein wenig richtig verstehen wird du das wahrscheinlich auch nicht, denn das wäre gar nicht gut, wenn der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz ein Online-Experte wäre. Nicht? Das hat er auch seine Fachleute. Ja, ich habe jetzt hier vor allen Dingen über Sprache geredet und ich denke, es ist deutlich geworden, dass man eine Menge machen kann, wenn man die richtigen Wörter verwendet oder die falschen Wörter verwendet, je nachdem. Und ich denke, das kann man mit auf den Weg auch geben, denn viele von euch sind ja auch journalistisch tätig, schreiben Blogs oder twittern wenigstens. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht die Wörter, die da so kommen, einfach nachahmt oder übernimmt und auch die gleichen Wörter verwendet, denn dann ist tatsächlich irgendwann Gefährder ein allgemeingültiger Begriff und wird dann auch in Gesetze Einzug nehmen oder andere Wörter. Und deshalb finde ich, sollte man schon auch so ein bisschen darauf achten und selber so eine gewisse Sprachhygiene haben bei seinen eigenen Äußerungen und vor allen Dingen, wenn man irgendwie öffentlich wird im Blog oder sonst wo. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Aber es geht natürlich nicht nur um Sprache. Wir können sehr gut unsere Sprache verändern, aber damit haben wir natürlich noch nicht die Gesellschaft verändert. Und ich denke, solcher Neusprech, wie wir ihn hier bei den Politikern erleben, ist auch symptomatisch für einen Wechsel in der Politik. Es gibt in der Tat eine andere Politik. Und gegen diese Politik sollte man schon etwas tun. Da gibt es eine Menge Dinge, die man tun kann. Jetzt gleich im Anschluss zum Beispiel eine kleine Demo vom AK Vorratdatenspeicherung, auf die ich hinweisen soll, hier outside BCC. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, eben dort etwas zu tun. Es ist auch gerade heute aktuell, denn heute ist ja auch das BKA-Gesetz unterschrieben worden. Und es wird mit Sicherheit noch mehr kommen, denn um auch mal so ein Zahlenspiel zu machen, wie Schäuble das immer gerne tut, Schäuble fordert 300% von dem, was er will und kriegt hinterher 150. Also das sollte man vielleicht dann doch verhindern. Jetzt habe ich so viel über Sprache gesprochen und deshalb möchte ich am Schluss vielleicht auch noch ein kleines, das Ganze abschließen mit einem kleinen selbstgemachten Wortspiel. Es geht ja darum, ich denke, das ist wirklich ganz wichtig, es geht darum, den Überwachungsstaat zu verhindern und wenigstens die Freiheit sollte man sich nehmen,
Man darf sich eben nur die Freiheit nicht nehmen lassen. Abschließenden Frage- und Antwort-Session wäre es schön, wenn ja, noch viele Menschen hier bleiben würden oder leise den Raum verlassen würden. Und ich würde euch jetzt bitten, einfach mit den Fragen die Hände zu heben, wer eine Frage hat, und wir können die dann beantworten. Dankeschön. Mir hat die Augenhöhe gefehlt, ein Begriff, bei dem mir immer sehr mulmig wird, wenn die Politiker sagen, dass sie den Terroristen auf Augenhöhe begegnen werden. Wir hatten es einmal mit dem Schritthalten im Zusammenhang mit der Videoüberwachung von Plätzen, ist es ganz komisch gekommen. Da hieß es, dass man eben, um mit den Gefährdern oder Kriminellen da Schritt zu halten, die Plätze überwacht. Und da fragt man sich, wieso... Die Gefährder, überwachen die auch die Plätze mit Videokameras? Also meistens ist es, mir ist das aufgefallen, dass es meistens überhaupt gar keinen Sinn hat, wenn der Begriff verwendet wird, dass wenn man da genauer zuhören würde und nachfragen würde, die Leute schon auf dem Glatteis wären. Aber eben, wenn der Schäuble sagt, dass er eben die Terroristen, dass er denen auf Augenhöhe begegnen will, da fragt man sich ja, will der wirklich jetzt mit Sprengstoff gegen die vorgehen, ja? Ich habe es mal notiert, aber das ist wirklich gut mit der Augenhöhe. Ja. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, nämlich dass Politiker das Neusprech auch nutzen, um sich von ihren eigenen Gesetzen zu distanzieren. Denn man hört also gewöhnlich, dass die Gesetze eben nicht beschlossen werden, sondern sie werden auf den Weg gebracht. Als wenn das wie so ein Kind ist, was man halt zur Welt bringt, und dann der Rest kann auch von äußeren Einflüssen irgendwie abhängig sein. Jetzt ist halt nichts geworden, aber also da ist man dann selbst nicht dann schuld. Stimmt. Und du hast gesagt, wir sollen darauf aufpassen, dass Begriffe wie Gefährder jetzt nicht in den allgemeinen, hier an der Tür, in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen. Ich wollte mal anmerken, Gefährder hat es sogar schon auf Wikipedia geschafft. Steht auch ein Link zum Grundgesetz und so weiter, Paragraph 100 oder sowas. Also ist schon ein kleiner, größerer Artikel. Aber das ist ja möglicherweise gut, weil man jetzt sieht, also in dem Artikel, ich kenne jetzt die aktuelle Version nicht, ist ja dargestellt, wo das herkommt, ne, dass das eben tatsächlich eine Idee der Innenministerkonferenz ist und so. Das charakterisiert die Sache ja auch. Also es ist schon mal ganz gut, dass man eben auch darauf hinweist, was es mit einem Begriff auf sich hat. Also das würde ich jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht Wikipedia da irgendwie die Schuld geben, aber es ist natürlich richtig, der Begriff wird immer häufiger gebraucht, und ich meine, alle Politiker, die ich hier habe, sprechen von Gefährdern. Also das ist natürlich schon eine neue Dimension, ja. Du sprichst immer davon, hier, von der Worthygiene, die wir pflegen sollen. Und gleichzeitig forderst du uns auch auf, selbst solche Wörter zu verwenden. Oder zum Beispiel das Wort Nacktscanner hat den Nacktscanner gestoppt. Aber geben wir uns da nicht auf dieselbe Augenhöhe wie... Gut, also ja. Das tun wir. Also Sprache ist natürlich etwas, was man gebrauchen muss, und die Sprache selbst ist nicht gut oder schlecht, sondern sie muss halt angemessen sein. Und das ist eigentlich mit Hygiene hier gemeint. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach irgendwelche Wörter als schlecht oder böse ansieht und die nicht gebraucht, sondern dass man halt eben die Wörter auch gebraucht. Und ich finde, vielleicht passt das Wort Hygiene an der Stelle nicht so richtig. Aber man sollte eben Sprache sehr bewusst einsetzen und nicht einfach irgendwie. Also das ist immer besser, wenn man sich dessen bewusst ist. Und ich glaube schon, dass man das wirklich auch
tun soll, dass man sich tatsächlich überlegen soll, ob man eine Sache Wahlcomputer oder Wahlmaschine nennt oder eben Vorratsdatenspeicherung oder Computerwanze oder Online-Durchsuchung. Das ist schon, also wir müssen eine Wahl treffen. Also jeder, der spricht, muss eine Wahl treffen. Und es gibt eben wenig Wörter, die wirklich ganz klar neutral sind. Also Spähprogramm halte ich für sehr neutral, aber es ist halt, also es gibt nicht sozusagen den richtigen Begriff, das habe ich zwar auch mal gesagt, aber das gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur angemessen und weniger angemessen und man soll natürlich für das, was man will, auch angemessene Wörter verwenden. Es ist sicherlich richtig, dass man sich da auch auf die gleiche Ebene begibt, aber das geht halt bei Sprache nicht anders. Als eine Ergänzung zu den schönen Dokumenten, die du, hier in der Mitte irgendwo, zack, zu den Dokumenten, die du gebracht hast, einfach mal bei YouTube Kinderreporter eingeben, dann landet man auf dem Video, wo halt Schäuble, wo halt Zypris gefragt werden, was ein Browser ist, und das ist sehr aufschlussreich, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten zur Sprachkritik, da könnte ich jetzt endlos, ich mache einfach nur mal, meine Hauptmeckerecke ist halt aus Inländer fremd eigen. Das ist jetzt nicht die Überwachungsgeschichte, es ist halt das übliche rassistische Denken, dieses wir konstruieren, wir Deutsche und die anderen, die Fremden und die eigenen, einfach von Migranten reden, von Flüchtlingen und nicht diesen rassistischen wir Inländer, die Ausländer, die Fremden und wir die eigenen. Also ich meine, ich hoffe, es ist angekommen. Also ich habe weder was mit Weißwurst noch mit Oktoberfest noch mit der Love Parade. Das sind so viele Ostfriesen. Es gibt so viele Unterschiedlichkeiten. Kommt darauf an, wie die Leute drauf sind, was sie machen, was sie wissen und nicht diese komischen Identitätskonstruktionen. Also das ist ein... Ja, ich habe jetzt hier das Beispiel Überwachungsgesetzgebung rausgenommen. Es gibt viele andere Bereiche, du hast es angesprochen, wo es seltsamen Neusprech gibt, insbesondere eben auch bei der äußeren Sicherheit. Und wir kennen das, dass man nicht Kriegsministerium, sondern Verteidigungsministerium sagt und dass von Friedenseinsätzen gesprochen wird und so weiter. Also da gibt es sehr viele Bereiche, die auch noch so Neusprechzentren sind. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass wenn ich so Politiker reden höre, und bei den Beispielen, die du gebracht hast, war das ja auch teilweise ganz prima zu sehen, die reden ja in der Regel an eine Öffentlichkeit. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass was Politiker von sich geben, eigentlich nur noch geeignet ist, irgendwelche Gefühle zu erzeugen. Dass sie so reden, dass der Durchschnitt oder eine große Menge der Zuhörer, die vielleicht auch nur Teile davon wahrnehmen, hinterher mit irgendeinem Gefühl dastehen. Und deswegen finde ich es auch bewundernswert, weil ich dazu gar nicht in der Lage bin, dass man sich das überhaupt so detailliert angucken kann, was die sagen. Ich bin dazu gar nicht mehr in der Lage. Ja, in der Tat. Also um Gefühle geht es. Das ist sicherlich ganz wichtig, denn das ist auch genau der Gedanke von Bernis, ne, in seinem Buch Propaganda, wo es, wie gesagt, um Waren geht, die er verkaufen will, dass man halt mit den Bezeichnungen für die Waren, mit den Werbeslogans gewisse Gefühle transportiert, die vielleicht gar nichts mit dem Produkt zu tun haben, aber dann dafür sorgen, dass das Produkt verkauft werden kann. Er sagt auch irgendwie an einer Stelle, man kann etwas, was die Leute überhaupt nicht gebrauchen können, trotzdem den Leuten auf diese Weise schmackhaft machen. Und das tun letztlich die Politiker. Also sie haben sich das sehr gut abgeschaut durch PR-Berater, Thinktanks und so weiter, klar. Hier vorne rechts, von dir aus. Hast du quasi so eine Art rhetorische Selbstverteidigung anzubieten oder da irgendeinen Tipp? Weil die Sache zu erkennen ist der erste Schritt. Und das Problem ist, diese ganze Sprechweise geht ja auch in den Sprachgebrauch der anderen Leute über, die nicht groß drüber nachdenken. Was kann ich denn dagegen tun? Ich stehe dem relativ machtlos gegenüber, weil ich habe, als wie mein Vorredner auch sagte, das Problem, das selbst zu erkennen. Und wenn ich es erkenne, dann jemanden anderen meine Gedankengänge klar zu machen, ist irgendwie schwierig. Also dagegen zu argumentieren, da wäre so ein kleiner Tipp, rhetorische Selbstverteidigung hilfreich. Ja.
Also irgendjemand wollte dazu was sagen. Also ich habe jetzt kein wirkliches Patentrezept, also ich habe noch keine fertige rhetorische Selbstverteidigung. Da könnte man mal dran arbeiten, in der Tat. Man kann so ein paar Dinge tun, das empfehlen ja auch alle, dass man zum Beispiel über die Dinge mal nachdenkt und darüber spricht. Ja, also wir haben zum Beispiel im Chaos Computer Club bei der ganzen Diskussion über Aktionen, was man jetzt so machen kann, eben tatsächlich auch gesessen. Also ich kann mich sehr gut erinnern, im Berliner Club mit Constanze und Frank Roh und so, dass wir gesagt haben, ich glaube, der Vorschlag Computerwanze kam auch von Constanze. Also dass man halt wirklich drüber nachdenkt, welches Wort man verwendet. Und das kommt eigentlich von selbst, wenn man über die Dinge diskutiert. Also ich denke, einfach sprechen über das, was man gehört hat, ist schon mal eine Hilfe, selbst wenn man sich jetzt nicht so rhetorisch versiert auskennt. Aber man kann da sicherlich noch mehr tun. Also irgendjemand hat einen Tipp, habe ich gehört. Der soll sich dann vielleicht melden. Und zwar, man kann die Laberköpfe von Pappnasen mit ihren eigenen Waffen schlagen. Da gibt es ein Buch von Dr. Jur Franz Benno Delonge, das heißt Politiker Deutsch für Anfänger. Das ist eigentlich mehr eine Satire gemeint, aber da steht genau das drin, was die immer von sich geben. Der Physiker spricht von Volumen, aber der Politiker, der spricht auch mal von Volumen, weil die verstehen das ganz anders und gewissen Sachen. Das muss man verstehen, dass es hier nicht der richtige Ort ist. Dementsprechend erteilen wir dem eine klare Absage, weil durch Entsolidarisierung, menschenverachte Kälte, können wir nicht den Gürtel enger schnallen. Also wir haben so ein paar Standardsachen, die bringen die immer wieder gerne, das schmeißen die halt so entgegen. Und da habe ich so ein paar Sachen ausgeschlachtet und so auf Anti-Studiengebühren-Demos habe ich dann mal den Charter zusammengefaltet. Das war so der Landesvorsitzende von der SPD. Dem habe ich genau mit seinen eigenen Worten das entgegengeknallt. Ja, und ist er dann gegangen, weil er hatte dann keine Argumente mehr gehabt. Wolfgang Clement habe ich immer schön verarscht. Ich habe mir so ein Fernglas besorgt, was voll verspiegelt ist. Habe dann an so einer Liste immer so kleine Notizen gemacht. Ich habe nur so Männchen gemalt, das sah so aus, als würde ich das so einen Anschlag vorbereiten oder sowas. Der kam dann mit 7 Bodyguards drumherum, wurde der dann abgeschirmt zu seiner S-Klasse, weil die gingen davon aus, dass ich der potenzielle Gefährder jetzt dem irgendwas wollte. War natürlich nur Show, aber was will ich mit dem? Aber halt, besorgt euch einfach dieses Buch, das gibt's bei Amazon. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas PDF gibt und da kann man dann schon mal so ein bisschen sich auf Augenhöhe mit unseren Politikern in Gespräch begeben. Also ich glaube, das Problem sind auch die Journalisten, die als sogenannte Multiplikatoren den ganzen Unsinn multiplizieren und verbreiten. Und wir sollten versuchen, also die haben ja oft gar keine Ahnung, denen wenigstens was beizubringen, aber ein anderes Problem habe ich damit auch, man kann ganz häufig aus Zeitgründen oder auch einfach, weil es auf die Dauer wahnsinnig anstrengend ist, kaum Korrekturvorschläge dorthin schicken. Also manche Medien haben ja schon Rückkanäle sozusagen, man weiß zwar nicht, wo die landen, aber man sollte es probieren. Und meine Frage ist jetzt, ob es irgendein Tool gibt oder ob irgendjemand mal was machen möchte, dass das einfach ein bisschen einfacher wird, dass man da nicht immer so viel Zeit drauf verwenden muss, um den Journalisten den ganzen Unsinn nachzuweisen, den sie da weiterplappern oder beziehungsweise sich selber irgendwie ausdenken. Also wäre ganz schön, wenn jemand was machen könnte, dass es irgendwie einfach geht, so Clicky Bunti oder so. Danke. Ja, das mit den Journalisten ist in der Tat ein interessanter Aspekt. So, da gibt es ja dieses berühmte Buch von Noam Chomsky über Manufacturing Consent, dass halt die Journalisten tatsächlich das wiederholen, was die Politiker sagen, was aber auch die Mehrheit der Gesellschaft will und so, dass es da so ein Konsensprinzip gibt. Aber das können wir schon aufbrechen, weil wir ja selber unter Umständen in der Blogosphäre oder so auch Journalisten sind. Also ich denke, wenn man da mal was anderes schreibt, hilft das schon bis zu einem gewissen Grad. Und nochmal zu der Auseinandersetzung mit Politikern. Wenn man kann, zum Beispiel auf irgendwelchen Diskussionsveranstaltungen, wo man auch selber mal eine Frage stellen kann, kann man Politiker auch mal eine Frage stellen. Also das hilft oft, denn da kommen die dann manchmal in Schleudern. Ich habe das selber mal gemacht mit Herrn Wiefelspütz, der dann auch den genetischen Fingerabdruck lobte. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob das denn wirklich ein Fingerabdruck sei oder was das denn eigentlich sei. Und da sagt er ja, die Experten, und vielleicht hat es geholfen, ich weiß es nicht. Ich habe seither nicht mehr mit Herrn Wiefelspitz, von Herrn Wiefelspitz nichts mehr zum genetischen Fingerabdruck seither gehört. Kommt vielleicht noch. Aber ich denke, sowas sollte man schon mal tun, dass man einfach mal eine Frage stellt, dann hören das auch alle anderen, die im Saal sind und denken vielleicht auch, Moment, was ist da eigentlich gerade gesagt worden? Ja, hallo, hier drüben rechts. Hier.
Ja, und zwar, ich wollte nur sagen, mit den ungenauen Wortbedeutungen, das geht ja auch schon eine Weile so. Also die Überflutung von wegen mit Terrorismus und Terroristen und es gab ja auch nie direkt eine Definition dafür. Also soweit ich mich erinnern kann, gab es in den USA ja Bestrebungen, das mal irgendwie zu definieren, aber sie haben keine gefunden, wo sie nicht selber auch reingefallen wären. Ne, ist leider wirklich so. Aber was ich damit sagen will, ist, manchmal müsste man vielleicht auch selber als Selbsthilfe die Worte ganz klar beim Namen nennen. Und wenn dann jemand Unbedarftes, also Computerunbedarftes mal vorbeikommt und sagt, hackst du gerade wieder irgendwas? Und man sagt dann so, ne, ich mache gerade eine Online-Durchsuchung. Dann wird dann den Leuten auch klar, was der Staat eigentlich gerade tut. Ja, Verfremdung ist immer gut. Ja, ja, es ist total spannend, was hier noch alles an Fragen kommt und auch die Lösungsvorschläge für die Probleme. Leider rennt uns die Zeit davon. Ich würde sagen, wir machen noch 3 Fragen und dann gehen wir dann geschlossen zur Demo. Ja, du hattest doch vorhin so ein schönes Textzitat von Frau Merkel. Kannst du das noch mal kurz auf den Bildschirm holen? Ja. Das Foto. Und das ja, genau hier. Sie werden sich nicht davon abbringen lassen. Sie werden sich erinnern, die Älteren unter Ihnen, wie viele... Also wenn ich das richtig verstehe, war die Union dafür notwendig, ist es notwendig für die Union, dass die Videoüberwachung stattfindet? Wenn die Union nicht gewesen wäre, die hat dafür gekämpft, dass es notwendig ist, Video zu überwachen. Hervorragende Rhetorik. Die Rhetorik ist nicht so gut an der Stelle. Auch das mit der Schlägerei des alten Mannes war etwas seltsam. Wenn man danach im Internet sucht, dann findet man einen anderen Wahlkampfauftritt von ihr, wo es ein bisschen besser ist. Ich konnte den noch nicht vorspielen, weil die Qualität der Aufnahme ziemlich schlecht ist. Also sie hat in Berlin nochmal inhaltlich fast genau dasselbe gesagt. Das heißt also, sie ist vorbereitet worden inhaltlich auf den Text, auch eben auf diese Geschichte mit den Beispielen, also es kamen dieselben Beispiele. Am Schluss auch das mit dem Staat, mit dem wehrhaften Staat und so. Also es gibt noch ein anderes Beispiel, da sieht man eben so ein bisschen, wie die Politiker arbeiten. Nur die endgültige Reinformulierung, die ist hier nicht so gut gelungen, aber die Aufnahme ist schöner als die andere, wo es vielleicht mit der Formulierung ein bisschen besser ist. Haben wir noch eine Frage? Ja, und zwar fällt ein Politiker, der davon spricht hier hinten, fällt er nicht unter seine eigene Definition, wenn er behauptet oder sagt, er möchte gerne potenzielle Gefährder oder ja, Leute, die Anschläge planen, liquidieren oder töten lassen? Fällt er nicht da unter seine eigene Definition auch mit? Ja. Also, wie gesagt, potenzielle Gefährder, das ist eben wirklich, sind eben wirklich alle. Also man ist ja noch nicht Gefährder, aber jeder könnte eventuell zum Gefährder werden, also jedenfalls ein großer Personenkreis. Das ist sicherlich wirklich das der falsche Ausdruck, das kann man wohl sagen. Und es ist sicherlich auch so, dass auch so mancher Politiker gewisse Dinge gefährdet, nämlich indem er eben tatsächlich die freiheitliche Grundordnung dann untergraben will durch Gesetzesvorhaben oder durch Verfassungsänderungen oder so. Manchmal zeigen die Politiker aber auch echt Weitblick. Da gibt es doch schon seit Jahren so eine Begrifflichkeit wie Nullwachstum. Die hatten damals schon geahnt, dass wenn man aus einer Nullsubstanz etwas wachsen lässt, irgendwann mal eine Blase gibt, die mächtig platzt. Also war die Wortwahl mit Nullwachstum manchmal gar nicht so verkehrt. Ja. Letzte Frage. Ja, hier vorne. Ja. Mir ist der Gedanke gekommen, wir sind ja alle Hacker in irgendeiner Weise und wägen damit den kreativen Umgang mit Technik und die Politiker wägen den kreativen Umgang mit Sprache, sind also in irgendeiner Weise Sprachhacker und haben eine Sicherheitslücke gefunden, die sie auch ausnutzen. Eigentlich,
eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich möchte aber, weil es so schön ist, Herrn Zirke zum Schluss noch mal zu Wort kommen lassen, als Abschluss, ganz kurz. Tja, ich höre nichts. Der Ton war wohl schon abgeschaltet. Ah, danke. Das Internet ist das Tatmittel der Zukunft. Es ist jetzt schon im Grunde.